Also man kommt um Social Media eigentlich nicht mehr umhin. Es ist für uns sehr, sehr relevant geworden. Gerade die Vernetzungsarbeit über LinkedIn, wie es vorher erwähnt wurde, eben LinkedIn als wichtiges Instrument, ist unerlässlich. Weil wir Handwerker können uns nur noch vermarkten über Plattformen oder Netzwerke. Und wenn wir da nicht sind, dann gibt es uns einfach nicht. Wir versuchen, Unternehmen fit zu machen für die Digitalisierung. Wir sind Messeveranstalter, das heißt, wir sind eine Plattform, um Menschen zusammenzubringen, Aussteller und Besucher, die vielleicht noch gar nichts voneinander wussten. Wir haben eigentlich gar kein Papier mehr. Also wir sind tatsächlich eins von diesen Unternehmen, die keine Ordner besitzen. Für die Digitalisierung braucht man im Unternehmen unbedingt eine Strategie. Und wir haben, glaube ich, heute auch ganz gut Ansätze gezeigt, wie man das umsetzen kann. Das ist das Besondere und das wollten wir heute auch mit dieser Veranstaltung unseren Handwerkern näher bringen, um denen zu zeigen, man muss nicht Rocket Science können, um Instagram zu machen. Ich glaube, einfach versuchen, das, was man lebt und liebt, auch so zu verkaufen und oder zu porträtieren. Vielleicht gibt es auch so kleine Kniffe, die man wissen kann, dass man wann poste ich was, wie oft poste ich was. Für den Mittelstand kann ich einen ganz klaren Tipp mitgeben. Der Blick in die Werkstatt, der Blick, wie etwas entsteht, woher etwas kommt. Heute braucht es ja wirklich nur noch ein kleines Stativ, ein kleines Ringlicht und die meisten können losfliegen damit und können damit schon großartige Dinge tun. Man muss es halt nur tun. Ja, und ich denke, das ist das Thema Netzwerken, egal ob analog oder digital, wirklich ganz, ganz wichtig für uns alle sein wird. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Zukunftstrend, nämlich Netzwerke zu pflegen und auch entsprechend daran zu arbeiten.